Trudel? Erika, bist du das? Ja, wir haben uns so lange nicht gesehen. Geht's dir gut? Ja. Mir auch. Ich wohne jetzt schon vor einem Altersheim. Ich auch. Meine Kinder wollten mich nicht mehr. Da müssen wir unbedingt mal einen Kaffee trinken. Und plaudern über die alten Zeiten. Ja, die alten Zeiten, die waren so schlimm. Das war doch schön. Wir hatten viel Spaß. Wir hatten viel Freizeit. Wir konnten auch kochen lernen. Im Bund der deutschen Mädchen. Und die Jungen, die haben auch viel gelernt. Bei der Hitlerjugend. Das nennst du Spaß? Ich wurde gezwungen, dahin zu gehen, aber ich wollte das gar nicht. Unsere schöne Freizeit konnten wir damit doch verbringen. Nein, und wie die Juden in der Schule behandelt wurden, das war einfach schrecklich. Das war richtig. Genauso wie die Krüppel. Die wurden auch so behandelt und es war gut. Trudel, ich wusste nicht, dass du so eine Einstellung dazu hast. Ja, kennst du noch den Anton? Lebt der vielleicht noch? Der Anton? Ich mochte den Anton. Er lebt in seiner eigenen Welt. Als der liebe Gott die Welt erschuf, machte er am Schluss die Menschen. Sie maulten und riefen, wir wollen jeder noch etwas Besonderes, damit wir uns voneinander unterscheiden. Wir wollen mehr. Jeder soll noch etwas Besonderes haben. Der Schöpfer überlegte ein Weilchen, dann rief er, dir gebe ich lange Beine, so lang wie Baumstämme, die man sieht, wenn man in einer Waldlichtung auf dem Rücken liegt und an ihnen hinauf in den Himmel schaut. Der Nächste kam und sagte zu ihm, dir gebe ich blonde Haare, zart wie Seide und hell wie die Wollfee in einer vornehmen Strickjacke. Nun kam einer, der sah den Schöpfer mit klagenden Augen an und Gott sagte zu ihm, dir schenke ich ein fröhliches Lachen. Da kam noch einer. Der Schöpfer schaute ihn an und sagte zu ihm, dir schenke ich eine starke Faust. Der Nächste kam, sah Gott herausfordernd an, machte den Mund auf und der Schöpfer sagte zu ihm, dir gebe ich ein großes Maul. Plötzlich meldete sich noch einer, der war übrig geblieben, er hatte am Rand gestanden. Und was bekomme ich? Der Schöpfer schrak, ihm fiel nichts mehr ein. Der Schöpfer hatte nur noch die Geheimnisse. Aber Geheimnisse kann man nicht sehen, wie die blonden Haare oder die langen Beine. Nicht fühlen, nur wie die Mühlen, wie die Faust. Nicht hören, wie das Lachen oder die lauten Sprüche des Großmaules. Geheimnisse sind Geheimnisse. Der Schöpfer schaute den Letzten nachdenklich an. Für dich habe ich noch was ganz Besonderes. Ich kann dir Geheimnisse geben, aber die Geheimnisse in deinem Kopf können die anderen nicht sehen. Nur die, die dich sehr lieb haben, können sie vielleicht in deinen Augen lesen. Die Geheimnisse bleiben oft lange im Kopf eines Menschen versteckt. Sie entwickeln sich langsam, werden zu Worten, Bildern, Geschichten. Möchtest du die Geheimnisse? Guten Morgen. Morgen, Herr Heimann. Hi, Littler. Hi, Littler. Wen haben wir denn da? Bernhard, was hatten wir denn für heute auf? Seite 29, Nummer 5 im Lesebuch. Zeig das her. Hier. Wie sieht das denn aus? Total schmuddelig. Ich hab mein Bestes gegeben. Und überhaupt, wo ist eigentlich dein Bruder, dieser Anton? Er ist in der Nachbarklasse, aber sagen Sie mal, was haben Sie eigentlich gegen meinen Bruder? Nur weil er anders ist? Er ist ein Krüppel. Es ist nicht wert zu leben. Nur weil er damals diesen Unfall hatte... Ach, Papplapapp. Lüg mich nicht an, wo ist dein Bruder? Er ist in der Nachbarklasse bei Frau Steinkamp. Dein Bruder ist nichts mehr. Er traut sich nicht. Er traut sich nicht, in meinen Unterricht zu kommen, weil er Angst hat, weil er kein Mann ist. Oder kein Junge. Nein, das stimmt nicht. Dein Bruder ist ein Krüppel. Und Krüppel sind genau wie Juden. Sie sind es nicht wert zu leben. Sie werden ausgemerzt. Der Führer tut das Richtige durchaus sonst. Und du wirst jetzt deinen Bruder holen! Ja. Wirst bald! Wir brauchen eine neue Jugend. Bring den Ding runter! Kenn ihn leer! Und hab den Kunststand! Unser deutscher Feind Sieg ein! Sieg ein! Sieg ein! Ah,
Ein Judenstern. Wir sitzen auf einer Judenbank. Nein, I. Das ist doch nicht schlimm. Meine Beine. Doch, hier saßen Juden. Trude, ich wusste nicht, dass du so eine Einstellung hast. Wie kannst du so denken? Juden waren schlecht für uns. Sie wollten uns beklauen und ausrauben. Genauso wie Krüppel. Sie waren nichts wert und sie kosteten nur zu viel Geld. Das stimmt doch alles gar nicht. Frau Steinkamp. Halt da! Frau Steinkamp, ich grüße Sie. Meine beste Schülerin. Juden wollen uns zerstören. Unser Deutschtum und unser Volk. Sie gehören nicht hierhin. Das stimmt doch nicht. Das stimmt wohl. Ich habe es doch selbst miterlebt. Mein Mann, dieses Judenweib. Hitler tat das, was er tun musste. Er hat sie ausgemerzt und ausgesonnt. Aber sie gehören nicht hierhin. Sie waren falsch. Wir haben uns gegen all diese Blutschänder gewehrt. Schaut euch doch diesen Anton an. Er ist genauso wie sie. Was du magst, interessiert keinen. Hier geht's darum, was wir mögen und was Hitler macht. Und was er mag und nicht was du magst. Es geht um unser Volk. Und wir brauchen keine minderwertigen Leute hier in unserem Land. Anton ist eine Verschwendung an Liebe und an Geld. Da hat sie recht. Er ist es nicht wert, in einem solchen Land wie Deutschland zu leben. Doch! Nein, ist er nicht. Er gehört nicht hierhin. Wir müssen gereinigt werden von Minderwertigen. Wir brauchen deutsches Blut in deutschen Kindern. Schütze Gott mit starker Hand, Mann und Frau und Vaterland. Lass auf Volk und Führers Pfade leuchte deine Huld und Gnade. Und das Deutsche Volk sieg heil! Sieg heil! Sieg heil! Sieg heil! Nein, jeder Mensch hat dieselben Rechte. Es ist Platz genug auf dieser Welt für alle Menschen. Egal welche Hautfarbe sie haben. Egal welche Herkunft sie haben, egal wie hoch ihre Bildung ist, jeder verdient es zu leben. Jeder. Nein, tut es nicht, nicht diese Krüppel. Trude, jetzt halt doch mal den Mund. Lass mich doch. Genau, also genau so ist es. Jeder muss leben. Egal ob Mensch, ob Tier, alle brauchen das Leben, alle lieben das Leben. Alle. Siehst du, Trude? Tatsächlich? Deutschland soll sauber sein. Jetzt und für immer. Alle Menschen sollten dieselben Grundrechte haben. Einigkeit, Recht und Freiheit. The German radio has just announced that Hitler is dead. Heute ist zum Glück alles anders. Ist das wirklich?